Und willkommen zurück, meine Lieben, im nächsten Match, ein 3 gegen 3. Auf der Map, ich hasse alle außer Menschen. Wir gucken mal, ob das so klappt mit den Einstellungen hier in dem Abschiedsspiel, was wir hier nochmal rausgezaubert haben, beziehungsweise unser Hamster hier rausgezaubert hat. Ich hasse alle außer Steine, so. Ja, er hasst auch Menschen, also Menschen, Tiere, aber nur nicht Steine. Ja, wir gucken uns die Map mal an. Bin saumäßig gespannt, wie diese hier aussieht und ob das auch klappt mit den Einstellungen. Wir gucken mal. Also, Bauhof hat hier schon überlebt, sehr gut. Hier auch Bauhof überlebt, wir gucken mal eben. Hier hat Bauhof auch überlebt. Ja, hier auch alles. Nur die NPCs, die werden jetzt richtig... Das ist das Problem und das ist nämlich die Map hier. Die NPCs greifen nämlich an, das ist richtig fiese. Und deswegen ist das so eine brutale Match. Ameisen und hier die NPCs auch noch. Ei, wei, 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 wei. Wir gucken uns die Map mal an. So, wir haben das untere Team gegen das obere Team. Der Prince Rider, der Merox gegen den High Team Melanix und die David. Hier haben wir den Rider in lila. Hier haben wir den Mero in orange. Hier haben wir den Prinz in grün. Und die gegnerische Mannschaft gestartet mit dem Merlinex hier oben in links. Mitte hier mit dem Haiti und rechts oben den David. Und jetzt gucken wir uns diese geile, fantastische, ekel, perverse Mitte hier an, was es hier zu bieten gibt. Und mit dem müssen die sich hier auseinandersetzen. Leute, ich garantiere euch nicht, dass es hier zum Ruckelkonzert kommt. Also, dass es nicht zum Ruckelkonzert kommt. Weil es ist bestialisch. Wir haben hier Tarnmammuts, Tarnschiffe, Tarneinheiten, Tarnkisten. Es gibt alles hier, was ihr euch vorstellen könnt. Aber ja, wir hoffen, sie läuft stabil, die Map. Das könnte hier richtig kriselig werden. Denn die Teams müssen erstmal dagegen ankommen. Und vor allen Dingen, wenn das doch so ist, wie es bei der ersten Einstellung der Map so war, kommen hier gleich links und rechts immer mal wieder Einheiten und werden die beiden ganz schön ärgern. So, wir gucken uns das obere Team mal an. Hier haben wir den Merlinex. Der muss sich jetzt erstmal aufbauen. Kohle hat er genug, haben sie alle im Übrigen. Und können jetzt richtig loslegen. Und sie denken bestimmt, boah, ist das geil. Wir haben so viel Kohle, wir können hier richtig losbashen. Ja, nicht ganz. Ich glaube, war das nicht so, dass hier auch manche Dinge teurer sind, als sie im Standard sind? Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Und wir gucken uns mal hier vorne. Der Krieg zwischen den Ameisen geht hier auch los. Da muss man jetzt mal durchkommen. Gut, vorher war es ein Meisterspiel 1 gegen 1. Jetzt ist es ein Spiel 3 gegen 3 auf dieser Map. Das macht das Kräftemessen noch ein bisschen anders. Das heißt, ihr könnt schneller durch die Mitte durchkommen. Clever wäre natürlich, wer traut sich hier mit den Flugzeugen hier rüber zu fliegen? Erst clever oder nicht? Da ist nämlich viel Luftverteidigung. Auch in der Mitte. Da muss man sich erstmal durchkämpfen. Und wir sehen hier, dass der Haiti schon sich hier eben vorangetraut hat. Und Ryder sammelt hier ordentlich nur unter permanentem Beschuss der Helikopter hier. Da kommt der Mann nicht mal eben schnell weg. Die Ameisen gehen ihre Runden, überwachen hier den Übergang, damit keiner durchkommt. Es wird patrouilliert. Und da kommen die ersten Invasoren. Ich bin mal gespannt, was er vorhat. Mit Invasoren. Guck mal, da kommt schon erstmal der Frontbauhof hier. Kam Fallschirmverstärkung hier. Luftverstärkung hier. Geldbonus. Die kriegen viele, viele Kisten. Also das ist der Vorteil bei der Map. Die liegen überall verstreut, viele Kisten. Und die können unterschiedliche schöne Dinge mit sich bringen. Wie zum Beispiel Tarnung. Special Moves. Und hier, jo, das war gerade eine V2 von Merox, die da reingesetzt ist in die Mine. Ja, die müssen viel opfern. Was effektiv wäre, ist tatsächlich die Strategie mit vielen Schützen. Bin mal gespannt, ob irgendjemand das macht. Denn wir haben ja mittlerweile gemerkt, und das war nämlich beim letzten Mal, als wir die Map hier nämlich gespielt haben, nämlich nicht der Fall. Da haben das
nur wenige probiert. Ich glaube, bis gar nicht. Mit ganz vielen Schützen hier einfach mal richtig in Rotation zu gehen. Das hat ja erst zu Season 4, Anfang der Seasons 4 begonnen. Da hat Schlag im Nacken ja hier bei uns so ein bisschen den Trend gesetzt, hier mit vielen, vielen Infanteristen, also sprich hauptsächlich mit den Schützen rumzulaufen. Vorher war es zwar auch irgendwie ein bisschen Hype mit den Rockets und den Tesla-Truppen, aber nicht mit den Schützen. Naja, mal sehen, ob irgendjemand mit dieser Taktik hier fährt. Ja, Maninex hat hier schon mal ein paar Schützen. Viele, viele Panzer, geht hier schon auf mächtige Panzerproduktion. Beim Haiti passiert noch nicht viel. Der hat richtig viel Kohle, aber irgendwie kommt er nicht so richtig voran. Aber hier geht er schon mal am Flughafen. Dann gucken wir uns David mal an. Der hat eine Chronosphäre gebaut. Oh, das ist mal interessant. Geht auch jetzt vermehrt hier auf Panzer. Und Ryder, aktuell auf Misch, geht hier auf Rockets und Panzer. Und bei Mero, der bahnt sich schon den Weg hier mit den schweren Panzern. Hat aber auch schon mal eine mitgebaut hier. Und beim Prinz, ja, auch er muss sich hier nochmal den paar Helis entledigen. Geht aber auch hier mehr auf schwere Panzer und auf die Rockets. Also am meisten ist der Merlinex hier aktuell unterwegs, eine stabile Division hier zu bauen. Merox versucht immer so ein bisschen nach vorne zu gehen. Aber das kann hartes Match werden. 50 Minuten Zeit, mal sehen, ob sie es schaffen. Sie haben drum gebettelt, eine Map von uns zu bekommen. Da haben sie sie. Das dürfen die jetzt ausbaden. Wir gucken uns aber die Hübsche bitte nochmal an. So, genießt es nochmal, was die zu bieten hat. Ich scroll mal ganz langsam hier durch und halt mal meine Backen. So, ihr habt's gesehen. Da steht ganz schön was. Vor allen Dingen die Fronten sind massiv. Die müssen hier wirklich mit Masse gegen ankämpfen. Und vor allen Dingen, die Ameisen sind ein Problem. Seht ihr die Häufchen? Die sind da nicht umsonst. Die sind da nicht umsonst. Also sie trauen sich noch nicht. Aber sie hätten jetzt zusammen schon genug, um schon mal die erste Welle zu starten. Aber mal sehen. Hier sehen wir schon den Prinz, der hier auf Flughäfen geht. Aber auch der Meroa, die haben schon gemerkt, Flughafen wäre vielleicht nicht verkehrt. Haiti jetzt mit ein paar Kraftwerken. Nächster Raffinerie. David geht gerade die Kohle aus. Und da haben wir auch, guck mal. I love it! Geil, sowas will ich immer haben, auch in der Liga, aber nur für mich. Dann schaffe ich es vielleicht in die erste Liga. So ein schön Tarn-MBF. Ein Tarnsammler. Tarnraffinerie, es ist einfach mega. Und jetzt nochmal die Speedkiste, was weißt du, wie der abgeht? Gefühlt ist er jetzt schon auf Speed so schnell wieder sammelt. Morgen in meinem Shop die Tarnraffinerie mit dem Tarnsammler. By the way, ich brauche nichts drucken. Ich schicke euch einfach eine leere Packung. Und hier die ersten Angriffe erfolgen. Jetzt an die Mitte. David hier vorweg. Einer versucht schon durchzukommen. Ja, genau, nur Marina zum selbst bemalen. Hier unten wird auch schon ein bisschen versucht. Ja, hier sind jetzt Prinz hat Schattengenerator jetzt hier.
eingenommen, glaube ich. Hat noch Probleme gegen den NPC. Und da fliegen vom Merox die ersten Helis. Und da... Oh, ist das ein... Ist das Chrono-MBF von David? Oha. Das wäre ein Ding. Stell dir mal vor, dass es ein Chrono-MBF, der von drüben kam. Weil er hatte ja eine Chronosphäre. Oh. Er hatte eine Chronosphäre. Wo ist sie hin? Der hat einen Angriff überlebt hier. Der Mero, tatsächlich mit den Helis durchgekommen? Nein, ist er nicht. Oh, oh. David muss aufpassen hier unten. Da ist schon was passiert. Ah, sie probieren sich jetzt in meinen Schritten. Das habe ich hier verpasst, leider. Sorry. Moin, Subfahren. Schön, dich zu sehen. Meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute hier in der Liga-Eröffnung der Season 5 hier. Und wie ihr seht, müssen sich die drei, der David, der Melinix, der Heidi, der Prinz, der Ryder und der Mero hier ganz schön messen. Das ist nicht leicht. Und hier ist ein NPC oben. Und ärgert die mal ein bisschen. Und Mero probiert jetzt ein bisschen. Ich weiß nicht, warum die keine Schützen bauen. Ich weiß es nicht. Da oben sind viele Rockets, aber keine Schützen. Und Mero pleite. Genau, gut aufgepasst, meine Lieben. Mero hat aktuell keine Kohle. Achtung, Chrono-Wirbel. Ich glaube, das ist David sein MBF. Und den hat er völlig vergessen. Achtung, Minen. Und hier oben sind die Rockets auch unterwegs vom Heidi. Auch der Mero quält sich hier gegen den NPC. Der Prinz gegen den NPC. Ja, das sind nämlich die Wellen vom NPC. Muss das verwirrend sein. Hoffen wir, lieber Hamster. Ich glaube, du hast... Ich glaube, die NPC-Farbe war immer noch orange. Kann das sein? Oh, oh, oh. Ja, aber sie kommt so langsam durch hier in der Mitte. Müssen sich nur trauen. Hier oben. Mighty hier auch fleißig unterwegs. Hat aber auch wieder keine Kohle. Und guckt euch das mal ein. Guckt euch das mal an. Aber noch keine erneute Chronosphäre hier in Netanya. Chrono-Panzer, MBF. Wie sieht's beim Ryder aus? Viele, viele Panzer. Auch er hat schon Schiffbruch erlitten hier. Oh, der Mero probiert's jetzt. Nochmal durch die Mitte. Oh, und Medinex. Jetzt Hand in Hand mit Heidi und mit David. Auch ab in die Mitte. Mit dem ersten, nächsten großen Angriff.
Amero hat schon ein bisschen aufgeräumt. Allerdings haben wir hier auch die Kreuzer im Nacken. Tun auch hier Gutes. Oh, irgendwas Koniges ist unterwegs gewesen. Und hier, Merlinex. Mit dem Move hier. Achtung, Kronosphäre genutzt. Rüber hier. Und das kann der Gamechanger sein, meine Lieben. Denn hier ist richtig, richtig viel Platz hier bei den beiden. Und da kommt Mero schon. Ah, clever von Merlinex gemacht. Dass er gleich Rockets gebaut hat. Achtung, da kommt. Noch mehr. Chronopanzer auch unterwegs hier auf dem MBF. Ja, und er muss einen Rockets bauen, hat aber kein Geld mehr. Und das war's. Jetzt haben die wieder mächtig an Schlagkraft verloren. Aber sehr schön. Hier von Merlinex. Hat die Waffenfabrik im Bauhof genommen. Und ich glaube, doch, die Waffenfabrik müsste er noch rauskriegen. Oh, da nochmal eine Atomrakete direkt rein. Der muss nur noch weg. Wer ist das hier schon für Merox? Ah! Oh! Und es naht hier tatsächlich hier gleich der Bruch hier für den Mero. Mal sehen, ob da noch irgendwas kommt. Nochmal Chronopanzer. Keiner da. Außer hier von David. Der hätte noch die Chance hier nochmal zuzuschlagen. Aber er repariert hier schon, der Mero. Hat auch mal eine Finanzspritze bekommen. Hat jetzt Geld genug, um hier die Waffenfabrik hier zu reparieren. Und oben ist Ruhe eingekehrt. Sie trauen sich aktuell nicht weiter vor. Sie sammeln. Die haben aber bei weitem schon mal genug, um erstmal weiter vorzustoßen. Aber sie trauen sich noch nicht. Aber der Mero traut sich wieder. Das Geile ist, dass der Prinz ja auf Wache ist. Kann nicht feuern, weil er unsichtbar ist. Ist ein bisschen doof. Aber er hat dafür... Naja, gut, erkunden tut er auch nicht wirklich. Aber ist trotzdem interessant zu sehen. Ah, hier oben stabil. Merlinex mit der breiten Front muss aufpassen. Die Kreuzer schießen... Oh, wieder Pono unterwegs. Aber wo? Wo haben wir was Chroniges? Da unten rechts. Hier, den Prinz. Und rechts haben wir eine Base vom Prinz. Eine Tanja wäre jetzt geil. Wenn da eine Tanja rauskommen würde. Da haben wir auch wieder eine Chronosphäre. Ja, der baut sich hier gut auf. Was sagt sein Geld? Hat 50.000. Das dürfte reichen. Das merkt irgendwie anscheinend noch keiner hier von dem Team. Bewegt sich noch nichts in die Richtung. Und die sind doch ein bisschen abgelenkt gerade in der Mitte hier. Oh, da entsteht immer mehr. Aber immer noch keine Infanteristen raus. Ja, er muss die umbenennen hier. Muss das jetzt zum Main Base hier deklarieren hier. Wundert mich jetzt ein bisschen, dass er das nicht merkt. Ist ja auch sichtbar. Aber manchmal ist das Radar, man darf nicht vergessen, manchmal wird das Radar auch wieder aufgesetzt. Jetzt sehen sie das nicht. Das ist das Fiese. Und jetzt kommt hier der Angriff von innen. Ah, der ist schon weiter. Oh, und dann fliegen Helis einfach nochmal drüber. Was ist da los? Ja, dass Prinz noch nichts macht, ne? Jetzt kommt er hier in Bewegung. Gehen erstmal aufs Kraftwerk. Oh, mal sehen, was da in der Kiste ist. Überraschungspaket. Geht auf den Bauhof.
Prinz hat noch genug Kohle. David hat es immer noch anscheinend nicht gemerkt. Er hat die Konosphäre rausgenommen. Oh ja, jetzt hat er es gemerkt, David. Dass da Besuch ist. Da haben wir auch ein paar... Oh, da hatten wir auch was von Prinz. Da ist die Tanja unterwegs. Da ist auch was Chroniges unterwegs hier. Ah, David wird jetzt hops genommen. Die Tanja macht sich hier auf den Weg. Stell dir mal vor, die wäre ein bisschen stealthy. Wie das abgehen würde. Oha, der Chrono. Der Sammler. Guckt euch das mal an. Komm, Blechbubi, tanz mal. Oh. Sie kann nichts machen. Wie ärgerlich, sie kann nichts machen. Und die Base vom Prinz ist weg. Ah, gucken wir mal in die Mitte. Mero immer noch nicht durch. Oh, sind die, die. Das ist bestimmt deprimierend, wenn man nicht durchkommt. Aber zusammen sind sie stark. Sie müssen auch nur zusammenarbeiten. Hier hätten sie schon durchaus Mittel, die Mitte rauszunehmen. Aber sie trauen sich noch nicht. Wir haben eine ganz schöne Masse. Gut, David war jetzt beschäftigt hier rechts mit Prinz. Also Prinz, Ryder und Mero haben auch genug Kohle. Da nochmal eine Atomrakete. Ah, sie sind verzweifelt. Sie wissen einfach nicht, wie sie diese Map hier bezwingen sollen. Mero probiert es immer weiter. Ist der Einzige, der immer fleißig durch die Mitte probiert. Ah, was mit Ryder? Ich weiß gar nicht, was die machen. Und jetzt kommen die ersten Ruckler, meine Lieben. Ja, sie müssen Einheiten runterschießen, dann ist das kein Problem. Das müssen sie machen. Wenn sie die nicht schaffen in der Mitte, dann wird das nichts. Ich glaube, das wird unentschieden. Ich glaube auch mittlerweile. Aber nein, weil zum Unentschieden kommt es nicht. Wenn mich das richtig entsinnt, wird kurz vor Schluss alle Einheiten, glaube ich, verkauft. So war das, ne? Ich glaube, wir sind alles verkauft. Kurz vor Schluss. Also es gibt eine Sudden Death Phase hier. Zum Ende hin. Also hier gibt es keinen Unentschieden. Ja, ich werde sie jetzt mal animieren. Meine Lieben, ich komme mal rein zu euch. Ihr müsst doch einfach zusammen nach vorne gehen. Warum traut ihr euch nicht? Ach, wir sollen zusammen spielen. Geht zusammen nach vorne, traut euch. Die Mitte ist frei. Ja, ja, die da oben trauen sich auch nicht. Und dann kommt wieder mit 3 Luftpistolen an und dann greifen sie an. Ja, ja. Auch den sage ich das jetzt mal. Weil sonst kommt irgendwann der Fire Sale. Wir sehen das ja dann auf dem Radar. So, meine Lieben, denkt dran. Attacke nach vorne. Gib Gas, die anderen wollen auch Gas geben. Ja. Ja, komm, wie konzentriert die sind. Schade, dass das nicht klappt. Probiert's mal mit den Schützen, die könnten auch helfen. So, meine Lieben. Jetzt sind sie mal ein bisschen vorgewarnt und jetzt geben sie auch Attacke. Die sind natürlich gleich wieder leer gelutscht. Das gibt gerade 20 hier. Also langsam kommen sie durch, ne? Also sie bauen sich hier so die Schneise. Bitte entschuldigen Sie eine Spielverspätung von einer halben Stunde für das nächste Match. Die Ameisen rächen sich. Sie laufen in die Base hier von Mero. Ja, das ist tatsächlich zwischendurch ist das mal. Die müssen halt Einheiten runterschießen.
ist eine Überlastung des Spiels. Passiert tatsächlich, wenn man mit vielen, vielen Leuten eine Map nicht rechtzeitig runterschießt. Und das Problem haben wir jetzt hier auch gerade. Wir haben einen Chronopanzer hier drüben. Und hier die Ameisen unterwegs, überall zwischendurch. Ja, und das Problem könnt ihr selber lösen, wenn sie Attacke geben. Aber sie geben keine Attacke. Oh ja, mein lieber Hamster, ich wünsche dir eine gute Nachtschicht. Viel Spaß. Lass ihn nicht ärgern. Aber sie trauen sich nicht. Sie sind sehr zurückhaltend. Was ist denn da los? Heidi jetzt auf dem Weg nach rechts? Also, bei Age of Empires hat ihn noch nie einen Ruckeln. Da, nächster Chronopanzer hier von Ryder oben jetzt. Er probiert's oben. Und die wollen es, glaube ich, hier gleich zu Wasser probieren. Und Instant-Gebäude weg, Atomrakete. Guck mal, die beiden, also die Teams hier, die drei, die trauen sich absolut nicht, einfach mal in die Mitte zu fahren. Weil ohne Opferung durch in die Mitte wird das nichts. Die müssen durch die Mitte. Na, guck mal, unten, das Team hat wieder genug Kohle. Kann eigentlich dick produzieren. Es wundert mich. Ja, sie haben auch ein bisschen Die dürfen auch die Kisten nicht einsammeln. Das ist auch das andere Problem. Einfach mal die Kisten lassen. Und noch keine Infanterie, wie ich mal gesagt habe. Doch, da. David. Mit den Infis. Na, kommt das? Wird das schaffen? Viele Minen sind weg. Wird das hier das Wundermittel hier, um durchzukommen? Großes Fragezeichen oder kleines? Ah, unten. Mero hat zu tun mit den Chronopanzern von David. Das ist ja halt auch das Problem für den Mero gerade. Der hat hier massiv zu tun. Seine Base ist hier schon fast weg. Guckt euch das mal an. Hat jetzt keinen Bauhof mehr, glaube ich. Hat er den da oben noch? Doch, da hat er noch einen getarnt. Und da oben haben wir auch noch mal den Ryder. Mit der Chronosphäre. War ja unterwegs. Aber David muss nur Gas geben. Hier wird viel mit Chrono gearbeitet. Auch hier unten rechts wieder beim Ryder. Und Heidi geht jetzt in die Mitte. Ah, sie müssen langsam mal opfern. Die Bunker sind das Problem. Haben sie gesagt, sie sollen mit den Infanteristen gehen. Haben sie gesagt, hat der Gatter gesagt. Wie mies. Und die Ameisen kommen. Eine unmögliche Map. Also Leute, derjenige, der kriegt von mir Mammutpanzer 200% gedruckt, die Kette, ja, der schafft hier beim 1 gegen 1 innerhalb einer halben Stunde durch die Mitte zu kommen. Der kriegt den Panzer hier umsonst. Wer das schafft. Unmöglich. Unmöglich. Halbe Stunde vorbei. Keiner hat es geschafft, durch die Mitte zu kommen. Und sie sind zu dritt, wohlgemerkt. Aber man muss sagen, Mero ist der fleißigste von allen. Er ist permanent in der Mitte unterwegs, auch am massivsten Unterbeschuss. Und hat die Mitte auch fast clear.
Also wir haben jetzt noch 25 Minuten zum Fire Sale. Haben die noch Zeit? Und da gilt denn, wer die meisten Einheiten hat, gewinnt hier in der Regel. Und guckt euch Prinz an. Der macht sich auch schon wieder auf den Weg. Na, V2 wäre übrigens, mein lieber Scherpa, eine ganz gute Alternative. Mit V2 könnt ihr auch einiges machen. Kommen sie aber auch irgendwie nicht drauf. Sie haben viele, viele Einheiten, mit denen sie clevererweise auch handeln können. Und Mero kriegt hier permanent Probleme. Und wenn er Pech hat, ist bei seiner Waffenfabrik down. Und wir haben schon hier ein paar Matches auf der Map gemacht und da kamen sie auch rüber, aber sie arbeiten halt nicht richtig zusammen. Ich sag euch auch warum. Die einen gehen hier mit ganz ständig mit Chronopanzern rüber. Dadurch arbeiten sie nicht an der Front zusammen schon. Ja, und instant abgeschossen. Nein, sie müssen... Was müssen sie machen? Sie müssen zusammen hier in die Mitte. Zusammen. Sie dürfen nicht einzeln. Aber sie machen das so, dass sie hier mit Chronopanzern immer unterwegs sind. Und das machen sie nicht. Soll ich denen mal die Tipp geben, dass sie einfach mal auf Masse gehen sollen? Was meint ihr? Soll ich denen die Tipp geben? Sie einfach zusammen durch die Mitte müssen und einfach mal das mit dem Chrono überlassen müssen. Der Rider hier auch nochmal im Bauhof unterwegs. Das wird auf keinen Fall unentschieden, meine Lieben. Macht euch da keine Gedanken. Das wird kein Unentschieden. Oh, guck mal. Mero hat noch einen Heli. Produziert, hat wieder kein Geld. Prinz hat richtig, richtig viel Kohle. Guck mal. Der hat das Radar eingenommen. Ihr könnt jetzt rein theoretisch eine Waffenfabrik hier bauen. Oder eine Kaserne mit einer Tanja. Ich wette, er baut hier nichts. Er merkt es nicht, dass er hier oben ein Radar hat, der Prinz. Aber hier haben sie schon fast alles gelichtet. Also sie kommen weiter in die Mitte rein, so ist es nicht. Unstoppable. Absolut nicht zu stoppen. Rider hat hier wieder Masse. Mero müsste eigentlich auch auf Masse gehen. Und der Prinz sowieso. Ihr müsst halt nur mit geballter Kraft. Ja, guck mal. Beste Möglichkeit, ein Gebäude zu bauen, ist gleich dahin. Warum schießt denn eigentlich der Rider? Ist das ein Farbfehler? Ich glaube, das ist Farbfehler gewesen nur, ne? Tatsächlich. Passiert auch manchmal, wenn das Spiel überlastet ist. Das war eigentlich das Radar hier vom Mikey. Oh, Chronowirbel. Ja, mein kleiner Tipp an euch. Wenn ihr die Chronowirbel loswerden wollt, wenn er euch gefährlich nahe kommt in der Base, macht folgendes. Schiebt ein paar Einheiten rein, dann entlädt der. War hier wieder Chronopanzer unterwegs. Rollte aufs Tech-Zentrum. Aber es ist fehlgeleitet. Oh, Prinz probiert es jetzt nochmal zur Luft, aber das wird ihm nicht gelingen. Aber immer noch keiner mit Wassereinheiten, ne? Ich meine, sie hätten Chancen. Also von der Zeit her, die Zeit habe ich nur eingeblendet hier, damit ihr wisst, wann der Fire Sale ist. Weil es kommt hier nicht zum Unentschieden aus dem Grunde, weil wenn der Fire Sale eintritt, meine Lieben,
dann wird es zwangsweise weniger Minuten ein Sieg hier geben, weil sie haben keine Gebäude mehr, der NPC ist auch weg. Und dann geht es hier wirklich nur noch um Minuten. Da werden wir keinen Unentschieden mehr reinmachen. War mein Fehler, das übrigens mitzuteilen. Schande über mein Haupt. Ah, nimm mir das nicht krumm. Es ist ein Montag. Jetzt landet er hier mit den Helis vorne. Maninex kommt jetzt mit massiv Verstärkung in die Mitte. Aber auch guckt man den Rider an. So, maximal noch 24 Minuten. Guck mal. Das ist ein Chronopanzer von David. Und jetzt machen die oben tatsächlich wieder mobil. Sie versuchen es weiter. Ah, das ist schön. Da kriegen sie ordentlich was. Auch Ryder macht sich unten auf den Weg. Welches Team wird das als allererstes schaffen, durchzukommen? Oben sieht schon mal ganz gut aus. Bahnt sich immer mehr den Weg durch. Aber auch das untere Team beginnt hier langsam an zu sammeln. Der Ryder verliert hier viele durch die Kronewirbel. Der Prinz, nicht der Ryder. Aber Ryder geht auch in die Mitte jetzt. Und hier oben viel mehr. Merlinex, David und den Haiti, wie sie langsam die Mitte rausnehmen. Die ersten feindlichen Einheiten treffen sich gleich. Und die Ameisen. Alle auf Ryder. Wie hart ist das denn bitte? Prinz und Mero kommen noch mit Verstärkung. Und der David mit dem Protopanzer mit rein. Ah, 10 minus 16 Minuten bis zum Fire Sale. Oben kommt David mit ordentlich Verstärkung noch. In der frohen Hoffnung, hier noch durchzukommen. Bitte was? Oh, smooth. Haiti möchte mit Hunden jetzt punkten. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja, Mero macht das clever. Erstmal die Schiffe auch rausnehmen. Ah, die Schiffe da gleich raus. Und die Hunde kommen. Die Hundestaffel. Weiß ich, was in der Kiste drin ist. Ah, die nimmt er jetzt nicht. Er versucht da nicht zu nehmen. Ah, was wird passieren jetzt? Nee, nicht. Oh, jetzt sind die Bobbys gleich weg. Oh. Die armen Hunde.
Ja, 15 Minuten zum Fire Sale. Was für eine Tierquälerei hier, genau. Aber die Mitte, da könnten sie jetzt schon mal zum Beispiel durchfliegen. Warum das ruckelt? Es wird bald vorbei sein. Das liegt, weil die einfach zu viele Einheiten hier auf der Map haben. Das wird sich aber gleich legen. Das ist, wenn man halt nicht schnell genug spielt. Hier muss man permanentes Pressing, ist das A und O, um tatsächlich hier weiter voranzukommen. Wenn man immer nur wartet, wartet und wartet und dann nur einmal durchsenzt, dann wird das nichts. Hier muss man immer instant durch. Und das Einzige, was hier nachkommt und auch nicht ewig, sind die Ameisen. Übrigens, es ruckelt auch nicht bei mir, das ruckelt bei denen, ne? Wer weiß, was ein Stream ist. Bei mir ist alles ruckelfrei. Das könnte ich nicht ruckelfrei hier schön scrollen, meine Lieben. So, gehen wir mal nach oben. Maniacs kommt mit der Verstärkung. David will wieder nach vorne. Und das ist viel. Das ist sehr viel. Und das macht David richtig. Alles nach unten jagen. Weil damit kommt er durch. Mal sehen, was er vorhat. Direkt durchfahren. Da wird eine Masse jetzt freigesetzt hier vom oberen Team. Dürfte auch gleich aufhören zu ruckeln, meine Lieben. So geil, ne? Wenn man einfach mal mit der Masse ein Spiel ja so außer Gefecht hier nehmen kann. Kann doch mal die Atomrakete hier. Ah, guck mal, der David, der bahnt sich hier den Weg so langsam durch. Da kommt auch noch mal der Merlinex hier ein bisschen in Verstärkung. Nur noch 12 Minuten zum Fire Sale, meine Lieben. Da wird instant alles verkauft. Und die haben darauf keinen Einfluss. Und David hat noch nicht ausgedient, hat auch genug Kohle, um nachzuproduzieren. Ja, wie gesagt, er ist durch die Mitte durch. Da ist nicht mehr viel in der Mitte. Yo, Derpy, was passiert? Das ist eine gute Zuschauerfrage. Was passiert, wenn ein Bauhof nach einem Fire Sale die Kiste gewonnen wird? Die könnt ihr sofort gerne bauen. Der wird aber instant verkauft. Da haben wir auch noch ein geiles Movie. Irgendwo noch auf YouTube oder auf TikTok noch. Als Short noch hängen. Da sieht man das. Jetzt werde ich die mal vorwarnen. Warte mal ab. Ich werde die mal vorwarnen. Ey, meine Lieben. In genau, ja? In circa 10 Minuten ist der Fire Sale. Das heißt, das wird alles verkauft an Gebäuden, was ihr habt. Also wart mit euch. So, und auch euch gesagt, in 10 Minuten kommt gleich ein Fire Sale. Das heißt, alle Gebäude von euch werden verkauft. Na, endlich. Nun mal so zur Info. So, jetzt sind sie schon mal vorgewarnt. Wir werden jetzt einfach fleißig vorproduzieren. 10 Minuten noch, meine Lieben. Aber die Mitte ist clear. Sie sind durch. Jetzt können sie instant hier bei der Masse angreifen. Greifen jetzt auch
Mero hat ja hier unten schon mal alles zerstört. Das war sehr, sehr gut von ihnen und der Rider. Aber hier sind noch halt die Boote vom NPC. David zieht jetzt zurück. Jetzt wissen sie nämlich Bescheid. Ich habe denen das jetzt verraten. Ja, warum? Weshalb wohl? Weil das große Showdown hier nach dem Fire Cell natürlich jetzt gleich kommt, meine Lieben. Das wird hier gleich passieren. Mero versucht es nochmal mit dem Durchbruch. Kommt erstaunlicherweise gut durch. Guck mal rein, was hier so an Verteidigung ist. Hier hat hier ein paar Einheiten. Der David steht hier auch mit genug Einheiten hier. Und da, hier kommt Mero schon langsam nach oben. Und die Helis kommen auch. Ich weiß nicht, ob man über den Helis noch was reißen kann. Es ist noch kaum Flugabwehr noch da. Ich glaube, fast gar keine mehr hier. Ah, nee, gar keine mehr. Eis, die kommt durch. Und oben wieder die Masse zur Verteidigung von Heidi und von David. Der Medinex kommt irgendwie nicht richtig an Geld ran. Auch noch 8 Minuten zum Sale. Und Ryder greift jetzt an. Mit 2 Panzer durch. Mit dem wir da nicht reißen, aber auch mehr mit 1 Panzer durch. Er versucht aber durchzukommen. Ja, und Schützen helfen hier. Schützen helfen richtig, richtig gut gegen die Ameisen. Aber Ryder schickt ihn nach oben. Gar nicht mal, um das hier wegzuhalten. Prinz versucht's noch mal oben. Ist oben durchgekommen. Mit der Chronosphäre. Versucht's noch mal von innen heraus und keiner merkt so richtig, außer der Merlinex. Kämpft sich hier so langsam durch. Hat auch genug Kohle. Aber Merlinex nicht. Merlinex ist pleite, Ryder ist pleite und Merox ist pleite. Prinz könnte der sein, der das Spiel entscheidet. Und wir haben gleich knapp 5 Minuten zum Fire Sale. Schafft er nicht. Baut jetzt viele Kasernen, um sich nochmal zu retten. Ja, der Bau wird jetzt gejagt von David. Eine
nicht mehr lange. Fire Sale in Anmarsch. G-5. Verstärkung hier vom Mero. Ah, die Ameisen. Bei dem muss man dran vorbeifahren. Welch selten. Welch Seltenheit. Da hat jemand seinen Turm vergessen. Turm wird vermisst. Der Tyrant, der liegt da einfach mal so rum. War noch 4 Minuten. Meine Lieben, zum Fire Sale. Dann ist das Match hier nicht mehr zu halten, ja? Und aktuell, vom Geld her, ist Prinz am besten bestellt. Da kommen wir Ryder auch nochmal mit vielen Infanteristen. Moin Ruba, moin Tubi. Genau. Turret sucht Wanne zum Paarshippen. Ja, geil. Müssen wir einfach so eine Anzeige mal schalten? Guck mal. Mero durch. Gleich geht's los. Mal sehen, wer die meisten Einheiten hat. Da kommt's gleich drauf an. Ihr seht gleich die Minimap. Die wird komplett, wird die lichterloh. Denn haben wir auch kein Ruckelkonzert mehr im Übrigen. Das knallt hier gleich. G-3 Minuten. Und Prinz müsste jetzt eigentlich viele, viele Einheiten produzieren. Dann könnte er nämlich der Matchwinner sein und hier das Spiel hier für das untere Team Prinz, Ryder und Mero holen. So, gleich nur noch 2 Minuten. Haben sie sich den Bauhof geschnappt. Ja, die Performance der Map, die muss noch mal verbessert werden. An sich ist das mal ist eine richtig geile Sache, aber die Performance der Map ist echt schwierig. Das hatte ich ganz vergessen, dass man da einfach zu Anfangs richtig Gas geben muss. Weil, wenn die Teams von Anfang an richtig Gas geben würden, dann würde das nicht in der Art so ruckeln. Wenn man natürlich das aber nicht weiß, und dann anfängt, sich Zeit zu lassen, dann fängst du Mitte der Zeit hier das richtig an zu lecken. Aber meine Lieben, 1,5 Minuten noch, dann ist das Leckkonzert weg, weil dann ist der Fire Sale, dann wird hier alles verkauft, was die haben. Und Prinz nochmal durch. Er geht nochmal zunder. Und jetzt müssen wir mal schauen, wer denn was. Wer alles. Was gebaut hat. Aktueller Prinz hier viele Schützen. Von den Einheiten technisch gesehen ist das obere Team David Melinex und der Hightower stärker bestückt. So, Fire Sale. Gleich T-10. Und die Ruckler werden schon kleiner jetzt. Das merkt man schon. Jetzt gucken wir mal hin. Bleiben mal irgendwo hier, wo wir sehen. Oder hier. Müsste jetzt gleich irgendwann kommen, der Fire Sale. Wir bleiben mal hier. Beim David.
versucht nämlich der Prinz nämlich nochmal. Der Fire Sale hat Verspätung. Der mag's nicht so mit der Pünktlichkeit. Fire Sale, da wird er automatisch ausgelöst, nicht durch die. Ja, ja, irgendwie, da oben links war, wurde irgendwas verkauft. Weiß jetzt nicht, ob Merlin Next wegen Kohle das gemacht hat. Angebot und Nachfrage, ja genau. Nee. War beim letzten Mal auch schon mit Verspätung, ne? Der Fire Sale. Also aktuell nicht. Kann das sein, dass das so eine 58. Minute war? Beim letzten Mal? Ich glaube ja, ne? Kommt aber auch drauf an, so länger da es ruckelt, umso ist ja auch die Timer-Verzögerung. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, guck mal, und da geht's hier. Geht's auch nochmal ruhig rund. Und das Prinz nochmal durch die Mitte. Aber Haiti mit einer großen Division hier. Atomblaster, sehen wir auch selten. Boom. Das sind viele Gebäude, die gleich verkauft werden. Gibt es noch einen Draw? Nein. Die Zeit, lass die mal eben raus. Die Fire Sale, die warten gleich nochmal eben ab. Eieiei. Sorry, dass es so ruckelt. Bei dem Match. Ich hab's vergessen. Ist auf meinen Mist gewachsen, dass das so eine Performance-Probleme hier hat. Ich hoffe, dass gleich mal alles verkauft wird. David macht sich nämlich auch schon mit einer ganz schönen Armada auf dem Weg nach unten. Auch der Haiti. Weil unten stehen die gar nicht so gut da, mehr da. Vor allem der Rider. Der hat nicht mehr viel. Der ist fast raus. Ein Bau war da nur noch. Eine Minute noch. Wir bleiben mal eben hier. Da, kein Fire Sale. Dann sind wir jetzt im Unentschieden. Dann beende ich dieses Match gleich hier. Kein Fire Sale. Was ist da los, der? Ah, was ist da los? Warum ist der Fire Sale nicht eingetreten? Ja, lieber Prof. Das war's. Kein Fire Sale. Ich warte jetzt noch mal eine Minute ab, ob der hier noch eintritt. Ja, Deutsche Bahn, ne? Die hat's drauf. Ihr habt's gesehen, unentschieden hier. Kein Fire Sale mehr hier.
und das Leggy-Konzert. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Geh gleich mal raus zu den anderen. Schade, schade, schade. Gibt's hier doch ein Unentschieden. Ganz klar. So, let's go. Wir gehen raus zum Unentschieden. Rechtsführung beendet.